بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد kommen wir nun zum letzten Teil bei der Erläuterung dieses Buches und zwar zur sechsten Säule und das ist der Glaube an den göttlichen Ratschluss und die Vorherbestimmung. الإيمان بالقضاء والقدر والقدر. Sprachliche Definition des Begriffs Al-Qadha ist Urteil. Deswegen heißt er auch der Qadi, eben Qadi, weil er ein Urteil ausspricht. Und das Gericht nennt man auch Al-Qadha, beziehungsweise die Unterscheidung. Islamisch gesehen bedeutet das der Beschluss Allahs in Bezug auf seine Schöpfung hinsichtlich dessen, was ist oder nicht ist oder sich verändert. Also das Urteil Allahs, der Beschluss. Das ist Al-Qadha. Allah subhanahu wa ta'ala beschließt, dass ein Junge geboren wird. Oder dass es eben kein Junge, sondern ein Mädchen ist. Oder dass jemand sterben wird mit 80 oder mit 20. Dass er daheim sterben wird oder durch einen Autounfall. Das sind alles Urteile, Entscheidungen Allah subhanahu wa ta'ala. Und Al-Qadr ist das Wissen um das Maß der Dinge. Weil Al-Qadr ist das Maß. Ja? Und es gibt ja auch dann Miqdar. Miqdar ist auch das Maß. Und im Islam, also in der Aqidah heißt das, ist die Definition, dass bezüglich dessen Allah in der Ewigkeit aufgrund seines Vorherwissens bestimmte, dass es Teil seiner Schöpfung sein wird. Also ist es die Umsetzung dessen, was geurteilt wurde. Al-Qadha ist das Urteil und Al-Qadr ist eben, dass es Teil der Schöpfung sein wird. Der Unterschied ist also, wie einige Gelehrte sagten, dass Al-Qadr die Vorherbestimmung der Dinge ist, bevor sie geschehen. Also was? Das Urteilen, das Entscheiden, das Festlegen, Festsetzen. Während Al-Qadr ihre Vollendung ist, also die Umsetzung, der Eintritt, die Durchführung. Das ist der Unterschied zwischen Qadr und Qadr. Andere Gelehrte sagten, nein, das sind Synonyme. Qadha ist Qadr und Qadr ist Qadha. Und Al-Qadha und Al-Qadr, der Glaube daran besteht aus vier Punkten, die man verstehen muss, damit man weiß, wie man an diese Säule des Iman glauben muss. Es sind vier Aspekte. Erstens, das Wissen Allahs Azza wa Jal. Dass Allah eben alles weiß. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allwissende Jalla wa ala, Al-Alim. Und sein Wissen hat keinen Beginn. Denn er selbst subhanahu wa ta'ala hat keinen Beginn. Er ist ohne Anfang. Er ist der Erste. Al-Awwal, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, فَلَيْسَ قَبْلَهُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٍ. So ist nichts vor dir. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Erste ist, so ist sein Wissen auch schon immer gewesen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wusste nicht nach Unwissenheit. Du jetzt zum Beispiel kennst dich vielleicht nicht aus mit der Chemie. Ja? Dann bist du jetzt unwissend in der Chemie.
Wenn du dann irgendwann mal was lernst in der Chemie, dann weißt du etwas oder dann kennst du dich aus in der Chemie. Das heißt, es gab eine Phase der Unwissenheit, dann kam die Phase des Wissens. Aber das ist nicht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal war zu keinem Zeitpunkt unwissend, sondern er wusste schon immer alles. Er wusste, was war und was ist und sein wird und was nicht ist, wenn es wäre, wie es dann ist. Also, alima ma kana, wa ma yakunu, wa ma lam yakun, law kana, kayfa yakun. Er weiß, was war in der Vergangenheit. Und er weiß, was yakunu. Yakunu, im Arabischen gibt's, unterscheiden wir drei Zeiten. Es gibt die Vergangenheitsform, kana, gestern, vorgestern, letztes Jahr. Und es gibt eine Form für Gegenwart und Zukunft, ist die ein und dieselbe Form. Und das ist Yakunu. Yakunu kann jetzt gerade sein, das ist dann die Gegenwart. Und Yakunu kann morgen sein. Ja? Zum Beispiel Yaktubu. Yaktubu, er schreibt. Das kann sein, dass du, oder du kannst es benutzen für jetzt, er schreibt jetzt. Und du kannst es benutzen für, er schreibt morgen oder übermorgen. Yaktubu as-sanat al-qadima. Zum Beispiel, oder fis sanati al-qadima, also im nächsten Jahr. Also, alima ma kana, in der Vergangenheit. Wa ma yakunu, und was ist yakunu, beziehungsweise und was sein wird. Wa ma lam yakun, lam, also nicht. Und was nicht war, was nicht eingetreten ist. Law kana, wenn es eintreten würde, wie es dann ist. Was ist ein Beispiel dafür, für etwas, was nicht eingetreten ist, aber Allah Azza wa Jal weiß, wie es sein wird? Ein Beleg oder ein Beispiel dafür? Ja? Genau, zum Beispiel. Du kannst jetzt sehen, aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wenn du blind wärst, wie du dich verhalten würdest. Gibt es irgendwas aus Koran und Sunna, das dies uns zeigt? Etwas, was nicht eingetreten ist? Zum Beispiel? Genau, in Surat al-Kahf, als Al-Khadir mit dem Propheten Muhammad, mit dem Propheten Musa alayhi salam, zusammengegangen ist und er dann dieses Kind getötet hat. Und Musa war entsetzt. Wie kannst du dies tun, hat er gesagt. Was hat dann Al-Khadir gesagt? Er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala, wusste natürlich, ja, Allah subhanahu wa ta'ala wusste, dass dieser Mensch ein schlechter Mensch werden wird. Und deswegen wollte ihnen Allah subhanahu wa ta'ala ein anderes Kind geben, als Ersatz. Ist dieses Kind schon ein großer Tyrann geworden? Nein, ist ja noch ein Kind. Und das ist ein Beleg dafür, dass Al-Khadir Prophet ist. Weil woher soll er denn das Verborgene kennen? Ja? Und das sagte er selbst. Und ich habe es nicht selbst entschlossen, sondern Allah Azza wa Jal hat es mir auferlegt. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass es auch ein Prophet ist. Es gibt da unterschiedliche Ansichten, aber das ist nicht unser Thema jetzt. Wichtig ist jetzt, das ist ein Beispiel dafür, dass etwas nicht ist, es ist ja nicht eingetreten, aber wenn es eintreten würde, dann weiß Allah, wie es sein wird. Er wusste, subhanahu wa ta'ala, dass dies ein schlechter Mensch wird. Gibt es noch ein Beispiel im Koran für diese Angelegenheit? Allah azza wa jal weiß, dass etwas, was nicht eingetreten ist, er weiß, wie es sein wird, wenn es eintreten würde. Genau. Barakallahu fik. Das heißt, Yawm al-Qiyamah sagen die Kuffar, möge Allah uns davor bewahren, lass uns zurückkehren, um Besseres zu tun. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn sie zurückkehren würden, dann würden sie zurückkehren zu was? Zu ihrem Kuffar, zu ihrem Unglauben. Aber sind sie schon zurückgekehrt auf die Erde? Nein, aber Allah azza wa jal weiß es. Warum? Denn Allah subhanahu wa ta'ala weiß eben alles. Das ist der erste Punkt. Allah subhanahu wa ta'ala
sagte dazu: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel. Der Befehl Allahs kommt wahrhaftig zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat. Und jetzt kommt der springende Punkt. Und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Also es gibt nichts, was außerhalb des Wissens Allahs Azza wa Jal existiert. Der zweite Punkt beim Glauben an Al-Qadha wa Al-Qadar. Also erstens, wir müssen daran glauben, Allah weiß alles. Zweitens, wir müssen daran glauben, dass Allah Azza wa Jal das, was geschehen wird, niedergeschrieben hat. Er hat es niedergeschrieben, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal sagt, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Weißt du denn nicht, dass Allah weiß, was im Himmel und auf der Erde ist? Gewiss, da steht, das steht in einem Buch. Gewiss, das ist Allah ein Leichtes. Also hat Allah subhanahu wa ta'ala das niedergeschrieben. Die Niederschrift unterscheidet sich. Es gibt mehrere Niederschriften. Es gibt einmal die Niederschrift in Al-Lawhi Al-Mahfuz, also in den wohl behüteten Tafeln. Ja? Das heißt, da steht, was sein wird. Und das, was im Lawhi Al-Mahfuz steht, ist das Endgültige, was auch eintreten wird. Aber außer diesem, außer dieser Niederschrift, wurde das Verborgene, das, was geschehen wird, auch noch niedergeschrieben. Und zwar zum Beispiel bei den Engeln. So schreibt zum Beispiel der Engel, wenn ein Kind entsteht, zwar nach 120 Tagen, wenn die Seele eingehaucht wird in dieses Kind, in dieses Embryo, dann schreibt der Engel, dann wird er beauftragt zu schreiben, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist und wann er sterben wird, dieser Mensch, und ob er glücklich sein wird oder nicht, und die Versorgung, barakallahu fik. Diese vier Aspekte werden niedergeschrieben. So, die Frage nach, ob er glücklich und nicht glücklich sein wird, kann die sich jetzt noch ändern oder nicht? Bitte? Sie kann sich ändern. Gemäß was? Gemäß dessen, was im Lawh al-Mahfuz steht. Okay? Das heißt, es gibt Niederschriften im Leben des Menschen, die nicht die endgültige Version deines Lebens ist, sondern eine temporäre, also eine Version, die noch geändert werden kann. Und deswegen sagte ja der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Dua, in seinem Bittgebet, وَقِنَا وَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا قَضَيْتْ. Also, und hüte uns vor dem, und وَقِنَا وَصْرِفْ عَنَّا, und wende ab von uns, was du an Schlimmen oder Schlechtem uns vorgeschrieben hast. وَقِنَا وَصْرِفْ, وَقِنَا, also schütze uns, وَصْرِفْ, wende von uns ab. وَقِنَا وَصْرِفْ عَنَّا, also von uns, شَرَّ, das Schlechte dessen, مَا قَضَيْتَ, von was? Von قَضَى. Also was war قَضَى? Urteil, Bestimmung, Entschluss. Das, wenn das nicht geändert werden könnte, was macht dann das für einen Sinn, so ein Dua auszusprechen? Jetzt gibt aber einen Dua, den einige aufsagen, der nicht authentisch ist. Und zwar sagen sie, Allahumma inna la nas'aluka radd al-qada, walakin nas'aluka al-lutfa fi. Also das heißt, O Allah, wir bitten nicht von dir, das Vorbestimmte, das Schicksal von uns abzuwenden. Bitten wir nicht. Aber wir bitten von dir, wenn du, oder wir bitten dich, wenn du nun es eintreten lässt,
dass du dann mit uns milde umgehst, dass du dann mit uns feinfühlig umgehst, dass es dann sanft ist, nicht so hart. Und dieser Dua wurde natürlich nicht authentisch überliefert vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, und er widerspricht dem authentischen Dua, waqina wasrif anna sharra ma qadait. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sehr wohl Allah gebeten, das Schlechte dessen, was vorgeschrieben wurde, abzuwenden. Aber jetzt, und hier entsteht nun vielleicht eine Problematik, wie können wir das jetzt vereinen? Auf der einen Seite ist das Schicksal, das ist Vorbestimmung, das ist Entschluss, Urteil, Festsetzung. Auf der anderen Seite kann es geändert werden. Wenn wir verstehen, dass es verschiedene Phasen der Niederschrift gibt, des Schreibens, dann können wir das nachvollziehen. Zum Beispiel auch die Niederschrift in Laylatul Qadr. Laylatul Qadr ist ja was? Die Nacht der Bestimmung. Warum heißt sie so? Weil die Engel niederschreiben, was im nächsten Jahr passiert. Das ist also die jährliche Niederschrift. Und es gibt auch eine tägliche Niederschrift. Denn täglich wird von Allah Azza wa Jal etwas verlangt. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala gibt den Menschen oder er gibt ihnen auch nicht. Also es gibt verschiedene Niederschriften, aber was ist schlussendlich das, was eintreten wird? Das, was im Lauh al-Mahfuz niedergeschrieben wurde. Sehr schön. Das ist also der zweite Punkt. Erster Punkt war was beim Imam an al-Qadha wal-Qadar? Allah weiß alles. Zweitens hat er niedergeschrieben. Er hat es niedergeschrieben, Subhanahu. Und da gibt es ja diesen Hadith, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Schreibrohr erschaffen hat und so weiter und so fort. Und er hat es hat diesem Schreibrohr Al-Qalam gesagt, schreibe auf alles, was geschehen wird bis Yawm al-Qiyam. Der dritte Punkt nun, und zwar der Wille. Al-Irada. Der Wille, denn was Allah will, ist, und was er nicht will, ist nicht. Heißt was? Das heißt, das, was Allah will, tritt auch ein, geschieht. Und das, was Allah nicht will, das wird nicht eintreten, wird nicht geschehen. Der Beleg dafür ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist dazu nur zu sagen, sei und so ist es. Wo ist jetzt der Beleg? Ja? Nein, ich meine, wo ist der Beleg in dieser Ayah jetzt? Wenn er etwas will. إِذَا أَرَادَ. Also, الْإِرَادَ, der Wille, ist ein Bestandteil des Glaubens an die Vorbestimmung. Und der Wille, liebe Geschwister, unterteilt sich in zwei Arten. الْإِرَادَ, الْقَدَرِيَّ, وَالْإِرَادَ الشَّرْعِيَّ. Also der Wille, und zwar, man könnte, ich meine, Al-Kawniyya sagt man auch. Man sagt Al-Irada Al-Kawniyya und Al-Qadari, kosmische Wille. Und Al-Irada Al-Shar'iyya, also religiöser Wille, beziehungsweise rechtlicher Wille. Was ist der Unterschied? Nun, die Al-Irada Al-Kawniyya Al-Shar'iyya, also kosmischer Wille, was heißt denn das? Das bedeutet, dass Allah gewollt hat, dass es Tag und Nacht gibt, dass es Berge gibt, dass es Regen gibt, dass es Menschen gibt, dass es Djinn gibt. Dass die Berge vorhanden sind, gibt es dazu irgendein Gebot? Hat das für uns irgendein Gebot? Wenn du einen Berg siehst, musst du irgendwas machen? Nein. Hat nichts mit Religion zu tun, sondern es ist etwas Weltliches, Kosmisches. Ja? Auf der anderen Seite gibt es einen Willen, und der ist religiös, rechtlich, also islamrechtlich. Und zwar der Wille Allahs, dass du beten sollst. Und der Wille Allahs, dass du fasten sollst. Dass du kein Alkohol trinken sollst. Warum ist das wichtig, diese beiden Arten des Willens zu unterscheiden? Wer das nicht kapiert, kapiert Qada und Qadar nicht. Und er wird immer wieder fragen, wie kann doch Allah Leute in die Hölle schicken, obwohl sie nichts dafür können. Weil er nicht unterscheiden kann zwischen
diesen zwei Arten des Willens. Okay? Und deswegen müssen wir jetzt mal in den nächsten Gang der Konzentration kommen, damit wir das verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala wollte, und zwar Irada kauniyya, qadariyya, also kosmischer Wille. Hat das was mit Religion zu tun? Nee. Allah azza wa jal wollte, dass ein Tier nicht seinem Instinkt widersprechen kann. Gib einem Löwen einen schönen Salat und schau dir an, was er macht. Wird die Schüssel wegschmeißen. Oder nicht? Gib einer Kuh einen leckeren Steak und schau dir an, was die Kuh macht. Kann die Kuh sagen, jetzt reicht's, aber jetzt habe ich die letzten paar Jahre immer Gras gegessen, jetzt will ich auch mal was Saftiges? Kann sie nicht. Allah Azza wa Jal wollte das so, dass die Tiere einen Instinkt haben, die können sie nicht sagen, nee, jetzt reicht's aber. Genauso ein Baum, Pflanzen, Gegenstände, haben die einen Willen? Die haben keinen Willen. Im Sinne von, meine ich, können sie sich entscheiden, etwas zu tun und etwas zu unterlassen? Kann ein Baum sagen, na, ich will jetzt meine Blätter nicht runterfallen lassen im Herbst. Warum sollte ich denn? Wenn das alle machen, mache ich es nicht. Geht nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, und andersrum, Al-Malaika, Allah azza wa jal wollte, ein Wille, dass sie Allah azza wa jal immer dienen. Gibt es einen Engel, der sagt, nein, ich will jetzt nicht mehr dienen? Nein. Sie wurden erschaffen, sodass sie immer dienen und nie sündigen. Aber Allah azza wa jal wollte, dass die Djinn und die Menschen in der Lage sind, sich zu entscheiden, ob du einen Salat isst oder einen Steak. Ob du jetzt dich ankleidest oder nicht ankleidest. Ob du jetzt ruhig bist oder redest. Das hat Allah Azza wa Jal so entschieden. Allah Azza wa Jal hat dir einen Verstand gegeben. Er wollte es so. Wer wollte es? Allah Azza wa Jal. Er wollte dir einen Verstand geben. Und er wollte, dass du durch diesen Verstand einen freien Willen hast. Okay? Du kannst dich entscheiden, Auto zu fahren oder Straßenbahn zu fahren oder zu Fuß zu gehen. Du kannst dich entscheiden, in die Moschee zu gehen oder in die Disco zu gehen. Das kannst du. Achtung, jetzt die Frage. Will Allah, dass du in die Disco gehst? Gut, aber argumentiere bitte jetzt mit diesen beiden Arten des Willens. Ja? Welcher Wille? Allah will nicht, dass wir in die Disco gehen. Welcher Wille ist das? Das ist der rechtliche, religiöse Wille. Dass es haram ist. Sehr schön. Aber der geht doch, warum lässt Allah es zu, dass er in die Disco geht? Ja? Genau. Und zwar? Also, Allah wollte, dass der Mensch einen freien Willen hat, sich zu entscheiden, ob er in die Disco geht oder in die Moschee. Das wollte Allah so, dass du frei bist in deiner Entscheidung. Aber, das ist was für ein Wille jetzt? Nee, dass du einen freien Willen hast, das ist der kosmische, also der Irada, Al-Kawni, Al-Qadari. Aber er liebt es nicht, subhanahu wa ta'ala. Er will nicht im Sinne von, er liebt es nicht, sondern er verabscheut es, dass du eben Alkohol trinkst oder in die Disco gehst und so weiter und so fort. Ist das klar? So. Das ist der zweite Punkt, der dritte Punkt bei Al-Qadha wal-Qadar. Dass es einen Willen gibt. Und der Beleg dafür natürlich, dass wir einen Willen haben, ist was? Die Aussage Allah Azza wa Jalla, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Und ihr könnt nur dann etwas wollen. Also können wir oder können wir nicht? Wenn Allah Azza wa Jalla sagt, und ihr könnt nur dann etwas wollen. Können wir also etwas wollen oder nicht? Also wir können etwas wollen, aber
Nur wenn Allah es will. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ihr könnt nur dann etwas wollen, wenn es Allah wollt. Was heißt diese Ayah? Also, ihr Menschen habt das Vermögen, euch zu entscheiden. Frei. Nicht wie ein Tier, nicht wie ein Engel, nicht wie eine Pflanze, nicht wie ein Gegenstand, sondern wie die Dschinn und die Menschen. Eben, du kannst sagen, ich will in die Moschee, oder ich will jetzt eine Bank ausrauben, oder ich will sündigen, oder ich will etwas Gutes tun. Das kannst du entscheiden. Allah Azza wa Jal hat dich nicht daran gehindert, frei zu sein in deiner Entscheidung. Okay? Sehr schön. Kommen wir zum vierten Punkt. Wir werden jetzt noch einmal auf diese Unterscheidung kommen, um Al-Qadar und Al-Qadar zu verstehen. Der vierte Punkt ist die Schöpfung der Dinge und dessen, was aus ihnen hervorgeht und seine Macht über sie. Heißt was? Wer kann mir das erklären jetzt? Es bedeutet, Allah Azza wa Jalla sagte, Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Also, wo doch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat. Wenn du etwas machst, gehört das zur Schöpfung Allahs oder nicht? Ja. Warum? Was hat er erschaffen? Jetzt mal abgesehen, ob Sünde oder nicht gut. Aber jetzt die Tat, abstrakt, im Allgemeinen. Ich mache etwas. Diese Tat, ist das eine Schöpfung Allahs oder nicht? Warum? Weil das so eigene Willen hast, auch eine Schöpfung von einer. Gut, das ist was mit dem Willen, hat jetzt nicht mehr mit dem Willen. Weil ich eine Schöpfung Allahs bin. Die Tat setze ich um mit was? Doch mit meinen Händen, mit meinen Augen, mit meinem Mund, mit meinen Beinen, mit meinen Ohren oder nicht? Dann muss auch implizit meine Tat die Schöpfung Allahs sein. Denn wer führt sie aus? Ich, der ich eine Schöpfung Allahs bin. Ist das klar? Sehr schön. Natürlich diese Punkte, warum die Gelehrten diese Punkte aufgezählt haben, haben natürlich also einen Sinn. Ja, aber so tief werden wir jetzt nicht über Qada und Qadar, zumindest mal jetzt nicht hier und heute reden. Es reicht einfach nur zu wissen, Allah Azza wa Jalla sagt, er hat uns erschaffen und was wir machen. Ist ja klar, warum? Weil wir es machen. Sehr schön. Wenn wir jetzt diese vier Aspekte haben, was waren die nochmal? Wissen, Niederschrift, Wille, Schöpfung. Nochmal. Allah weiß alles. Allah hat es aufgeschrieben. Allah hat einen Willen, und zwar auf zwei Arten. Er hat einen Willen, zwar diesen kosmischen Willen, also was eine Auswirkung dessen ist, er hat dir einen freien Willen gegeben, er hat dir einen Verstand gegeben. Du kannst dich entscheiden, du bist nicht wie ein Tier, dass du nicht mehr dich entscheiden kannst. Und viertens, er hat alles erschaffen. Es gibt nichts, was außerhalb der Schöpfung Allahs existiert. Alles, was außer Allah ist, ist die Schöpfung. Oder gibt es noch jemanden außer Allah, der keine Schöpfung ist? Natürlich nicht. Alles, was außer Allah ist, ist Schöpfung. So, jetzt brauchen wir diese vier Punkte, um jetzt endlich zu verstehen, auf diese Antwort, die viele dann natürlich die Frage stellen, auf diese Frage, die viele stellen, warum lässt Allah Leute in die Hölle? Obwohl es vorgeschrieben wurde. Sie gehen davon aus, diese Menschen, die so fragen, dass sie sagen, Allah hat diese Menschen gezwungen. Die wollten gar nicht Alkohol trinken, die wollen das gar nicht, aber er muss die Flasche nehmen und trinken, obwohl er es gar nicht will. Und Allah Azza wa Jal steckt ihn in die Hölle. Das ist doch ungerecht, oder nicht? Natürlich ist das ungerecht. Und deswegen macht das Allah auch nicht. Sondern was bedeutet Vorhersehung oder Vorbestimmung? Ja? Ist die Klimaanlage an? Noch einmal bitte. Sehr schön. Das muss man jetzt so langsam wieder nochmal erklären, detailliert. Also, wir haben gesagt, Allah wusste alles, ja? Sehr schön. Was bedeutet das, dass Allah alles wusste? Ja? Er weiß, was ist, was passiert wird und was halt wäre, wenn es nicht so. Nee, was nicht ist, wenn es wäre, wenn es dann ist. Genau.
Also, Allah subhanahu wa ta'ala weiß, was du nachher essen wirst. Er weiß, ob du es mit Brot oder ohne Brot essen wirst. Seit wann weiß das Allah? Schon immer. Warum schon immer? Nee, das ist die Niederschrift, das ist wieder was anderes. Es geht jetzt nur ums Wissen. Warum schon immer? Ja, warum denn? Warum ist es so? Ja? Ja gut, das ist das Gleiche. Aber warum ist er schon immer wissend? Subhana? Weil er schon immer existiert, Subhana. Er hat keinen Anfang. Jalla Jalalu. Er ist der Erste, Al-Awwal. Al-Awwal. In der Existenz. So gibt es nichts vor ihm. Er existiert schon immer, Subhanahu wa ta'ala. Und demnach auch sein Wissen. Und alle, natürlich, und viele andere Aspekte. Gut. Also Allah Azza wa Jal wusste schon immer, dass du dich heute entscheiden wirst, Brot zu essen oder nicht. Ja? Und der zweite Punkt ist jetzt was? Genau, er hat dieses aufgeschrieben, dass du Brot essen wirst oder eben nicht. Und jetzt der dritte Punkt. Das mit dem? Genau, mit dem Wille. Dass ich Brot essen möchte, ist wessen Entscheidung? Ist meine Entscheidung. Das heißt, Achtung jetzt, die Sekunde aufpassen, dann weißt du, was Qadar und Qadar ist. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala kannte meine freie Entscheidung schon immer. Und diese freie Entscheidung von mir, die Allah schon immer kannte, hat er niedergeschrieben. Das ist Qadar Qadar. Ist jetzt klar? So. Diese Entscheidung, die ich jetzt frei entschieden habe und die Allah schon immer wusste und die Allah nun niedergeschrieben hat, die kann Allah lieben und er kann sie auch nicht lieben. Das ist jetzt welche Art des Willens? Lieben und nicht lieben? Nein. Religiös. Wenn er eine Tat liebt oder nicht liebt, dann ist es das Religiöse, der religiöse Wille. Das heißt, gehen wir mal von aus, jemand will jetzt ein Glas Rotwein trinken. Haram? Weil es rot ist? Nee. Auf jeden Fall, er will ein Glas Rotwein trinken. Wer hat sich entschieden, dass er das trinkt? Der Mensch selbst. Der Mensch selbst. Wusste das Allah? Seit wann wusste er das? Schon immer. Hat Allah dies aufgeschrieben? Ja, was hat er aufgeschrieben? Also? Barakallahu fik. Die freie Entscheidung dieses Menschen hat Allah Azza wa Jal niedergeschrieben. Liebt Allah das Trinken von roter Wein? Nein, er liebt es nicht. Weil es haram ist natürlich. Okay? Das ist Qadar wa Qadar. Das heißt, es kann sein, das ist der vierte Punkt, Entschuldigung, der vierte Punkt. Dass dieser Mensch nun Rotwein trinkt, ist das, dieser Akt, Rotwein trinken, etwas außerhalb der Schöpfung Allahs oder gehört das zur Schöpfung Allahs? Warum? Genau, weil du selbst, oder nicht du, also der Rotweintrinker, weil dieser selbst eine Schöpfung Allahs ist und es gibt nichts außer Allah, was keine Schöpfung ist. Okay? Sehr schön. Das sind diese vier Aspekte. Wenn wir das jedes Mal verstehen, dann wissen wir, dass dieser Mensch, der nun dieses Glas Rotwein getrunken hat, sich zur Rechenschaft ziehen muss, also zur Rechenschaft gezogen werden wird, Yawm al-Qiyamah, dafür, dass er das getan hat. Und er kann nicht herkommen und sagen, ja, Sekunde mal, was kann ich denn dafür? Ich habe die Flasche vor mir gesehen und das war der Wille. Nein, das war nicht der. Welcher Wille war es nicht? Barakallahu fik, der religiöse, rechtliche Wille, also al-Irada, al-Shar'iyya. Sondern es war welche Art von Wille? Also al-Irada, al-Kawniyya, al-Qadariyya, dieser kosmische Wille. Was bedeutet das nochmal? Eben, dass Allah dieser Person einen Verstand gegeben hat, ein Gehirn gegeben hat, das gesund ist. Und
damit man sich entscheiden kann. Barakallahu fikum. Jetzt gibt es zwei große Gruppen, die man vielleicht kennen sollte, mal davon gehört haben sollte jedenfalls, die ein falsches Verständnis haben über Qada und Qadar. Gut, es gibt danach natürlich viel mehr, aber das sind so die Hauptströmungen, die in der islamischen Geschichte eben, in der Theologie, falsch denken über Al-Qadar Al-Qadar. Einmal die Qadariyya und einmal die Jabriyya. Also, und zwar auf Seite 229 geht der Autor darauf ein, und zwar im Abschnitt unten, der fünfte Beweis. Jeder Handelnde spürt selbst, dass er etwas tut oder dass er es unterlässt, etwas zu tun. Also es geht jetzt um die Frage, hast du einen freien Willen oder nicht? Hast du einen freien Willen oder hast du keinen freien Willen? Also wurdest du gezwungen zu allem oder gar nicht? Und hier gibt es zwei Ansichten, also zwei falsche Ansichten. Eine Ansicht, die besagt, ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe überhaupt keinen Willen. Ich will dieses Blatt jetzt heben. Das ist nicht meine Entscheidung gewesen. Und die anderen, also die sagen dann, Allah hat alles vorgeschrieben. Er hat dich gezwungen dazu, du kannst dich gar nicht entscheiden. Die andere Gruppe, die sagt, Allah weiß, Achtung, Allah weiß, dass ich dieses Blatt hebe, erst wenn ich es gehoben habe. Vorher wusste er es gar nicht. Ja, das sind die zwei Pole. Also die einen sagen, ich mache, was ich will. Also Allah weiß gar nicht, was ich machen will. Dass ich jetzt dieses Blatt hebe, das jetzt erst weiß das. Erhaben ist Allah subhanahu wa ta'ala darüber. Und die andere Gruppe, die sagt, wenn ich dieses Blatt hebe, ich wollte es eigentlich nicht, ich habe es aber getan. Ich wurde dazu gezwungen. Naja, also, jeder Handelnde spürt selbst, dass er etwas tut oder dass er es unterlässt. Etwas zu tun, ohne dazu gezwungen zu sein. Ja, das ist der logische Beweis, jeder merkt das. Ja. Er steht auf oder setzt sich, er geht hinein und hinaus, er isst und trinkt, geht und läuft und so weiter aus freien Stücken. Okay? Er unterscheidet sogar selbst zwischen jenen Handlungen, die er freiwillig und jenen, die er aus Notwendigkeit oder unter Zwang verrichtet. All diese Beweise und andere sind eine Widerlegung der Ansichten der Jabriyya. Al-Jabru, also ist der Zwang. Al-Jabru ist der Zwang. Das heißt, diese Jabriyya sagen, wir wurden gezwungen. Du hast keine freien Willen. Du kannst dich nicht entscheiden. Al-Qadariyya sagen was? Noch einmal. Sie sagen, ich entscheide, was ich tue und Allah weiß es gar nicht, subhanahu wa ta'ala, bis ich es erst ausgeübt habe. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Wer Allah verleugnet, nachdem er den Glauben angenommen hatte, und jetzt kommt eine Ausnahme, also wer Allah verleugnet, nicht an Allah glaubt, jetzt kommt eine Ausnahme, außer demjenigen, der gezwungen wird, während sein Herz im Glauben Ruhe gefunden hat, doch wer aber seine Brust dem Unglauben auftut, über diejenigen kommt Zorn von Allah und für sie wird es gewaltige Strafe geben. So, wo ist jetzt der Beleg in dieser Aya, dass man einen freien Willen hat? Ja? Okay. Gut, da wurde er gezwungen. Aber Allah Azza wa Jal geht jetzt nochmal darauf ein, und wer nicht gezwungen wird, weil das ist ja eben der Gegensatz dazu. Allah Azza wa Jal sagt, wer gezwungen wird, kein Problem. Aber wer nicht gezwungen wird, wie hat das Allah Azza wa Jal erklärt? ولكن من شرح بالكفر صدرا. Also doch wer aber seine Brust dem Unglauben auftut. Was heißt denn das? Er macht freiwillig. Also hat er einen Willen.
Und noch einmal, der andere Beleg, dass ein Mensch einen Wille hat, war welche Ayah? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Also, und ihr wollt erst, also wollen wir, also können wir wollen, also können wir einen Willen haben. Aber wann? Wenn Allah es will. Wie hat es Allah gewollt? Da sind wir wieder bei was? Bei der kosmischen und bei der religiösen, beim kosmischen, beim religiösen Willen. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eben einen freien Willen gegeben. Sehr schön. Das heißt, das sind die zwei Gruppen, Al-Jabriyah und Al-Qadariyah. Nochmal, was war der Unterschied? Wer sagt was? Die Jabriyah sagen, dass ihnen alles aufgezwungen wird. Ja. Und die Qadariyah sagen, dass Allah es nicht muss, bevor ich die Tat ausführe, was passieren wird. Barakallahu fiik. Sehr schön. Ein weiterer Punkt beim Qada und Qadar ist folgender. Und zwar, jetzt gibt es Angelegenheiten, die wurden festgesetzt. Da kannst du dich nicht entscheiden. Das heißt, es gibt Sachen, wo du dich entscheiden kannst und wo Allah subhanahu wa ta'ala dir einen Verstand gegeben hat, dass du dich entscheiden kannst. Aber es gibt Sachen, da kannst du dich nicht entscheiden. Wie zum Beispiel was? Geburt. Kannst du sagen, nee, also 2014 ist zu früh, ich will lieber 2018. Geht nicht. Was noch? Der Tod. Nee, ich will nicht heute, ich will nächste Woche noch. Was noch? Die Eltern kannst du nicht auswählen. Was noch? Aussehen. Zum Beispiel, Barakallahu fik, Sachen, die du nicht ändern kannst. Diese Moschee gab es schon immer. Also dieses Haus, dieses Gebäude. Ja, das war ja vor meiner Zeit. Konnte ich nicht ändern. Alhamdulillah. Ja? Die Versorgung, genau. Was noch? Ich kann die. Ja, gut, aber ich bin für meine Vergangenheit verantwortlich. Es geht jetzt um die Sachen, für die ich nicht verantwortlich bin. Und deswegen kommt keiner in die Hölle, weil er im Jahr 1980 geboren wurde. Was kann ich denn dafür, dass ich im Jahr 1980 geboren wurde? Deswegen kommt keiner in die Hölle dazu. Deswegen. Deswegen kommt keiner in die Hölle, nur weil er ein Mann ist. Oder nur weil sie eine Frau ist. Oder nur weil es ein Europäer ist. Oder nur weil es ein Afrikaner ist. Und so weiter. Das sind Sachen, die kannst du nicht entscheiden. Genauso deinen Herzschlag. Kannst du das entscheiden? Ja, ich kann die Luft anhalten. Und, nee, aber es geht jetzt darum. Kannst du selbst hier deinen Herzschlag ohne irgendetwas zu tun einfach stillstehen lassen? Nein. Das heißt, es gibt Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala vorgeschrieben hat. Dafür kannst du nichts. Und dafür wirst du auch nicht zur Rechenschaft gezogen. Ist das klar? Du wirst also nur zur Rechenschaft gezogen für die Aussage, Gedanken nicht, sondern ich meine damit Verinnerlichung. Also, wie sollte man das übersetzen? Ansichten, so rum, nicht Gedanken. Also, für deine Ansichten, Aussagen und Taten, die du aus freiem Willen machen kannst. Zum Beispiel, was meine ich mit Ansichten? Jemand kommt und sagt, ich bin der Ansicht, es gibt keinen Gott. Ist er frei dazu gekommen oder instinkthaft? Er konnte nicht anders. Natürlich frei. Allah Azza wa Jalla hat ihm einen Verstand gegeben, er hat ihn nicht benutzt. Und deswegen sagt er, es gibt keinen Gott. Das ist eine Ansicht. Die Aussage ist natürlich jetzt die Folgerung dieser Ansicht, dass er das ausspricht. Jemand, der zum Beispiel sagt, der Islam ist schlecht, kann der dann sagen, ja, Entschuldigung, ich konnte nichts dazu. Das ist einfach so. Natürlich nicht, außer natürlich jemand wird gezwungen, wie diese Ayah gesagt erwähnt wurde. Und zwar ging es darum, um wen? Um Ammar ibn Yasir radiallahu anh. Der wurde gefoltert und seine Mutter und sein Vater wurden vor ihm gefoltert und auch umgebracht auf schlimmste Art und Weise. Und sie haben ihm gesagt, beleidige den Propheten sallallahu alaihi wasallam und verehre unsere Götter. Dann hat er es getan. Und normalerweise ist das ja eine Sache, wenn du den Propheten beleidigst, dann kannst du auch nicht mehr sagen, alaihi wasallam, da kannst du auch nicht mehr sagen, du bist ein Muslim. Ist ja klar, dann ist man kein Muslim mehr. Oder wenn man Allah beleidigt.
Oder wenn man Götzen verherrlicht und sie für richtig ansieht und anbetungswürdig ansieht, da kann man ja nicht sagen, ich bin ein Muslim. Außer man wurde dazu gezwungen, der Mann wurde gefoltert. Und nicht nur er, sondern seine Eltern. Und sie sind sogar durch diese Folter gestorben, vor seinen Augen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wer dazu gezwungen wurde, der hatte was dann? Der hatte keinen freien Willen. Und deswegen wird er dazu nicht zur Rechenschaft gezogen. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rufi al-Qalamu an thalath. Also das Schreibrohr wurde aufgehoben oder gehoben bei drei Personengruppen. Was bedeutet das? Das heißt, die Engel schreiben nicht die Sünden auf. Was sind das für drei Personengruppen? Gut, also die noch nicht die Pubertät erreicht haben. Genau. Also die nicht bei gesundem Verstand sind, Geisteskranke, ja, und? Nein, das ist ein anderer Hadith. Genau, und der Schlafende, bis er aufwacht. Ja? Also, das sind die drei. Was zeigt das? Das zeigt, diese Menschen haben keinen Willen in dieser Situation. Deswegen stellen wir uns vor, jemand ist Schlafwanderer, ja, und... Na gut, so schlimm soll es jetzt nicht sein. Sagen wir mal, geht, macht Kühlschrank. Er wohnt mit, in einer WG mit anderen Nicht-Muslimen und er wandert so in seinem Schlaf, macht auf, trinkt, auf einmal war es Alkohol. Ja? Wird er dafür bestraft? Nein, warum? Weil er hatte keinen Wind, sein Verstand war nicht ganz anwesend. Und genauso ist das mit den Kindern, also bis zur Pubertät, denn die sind noch zu jung, um zu verstehen, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Also um, sie können es schon verstehen, aber um dazu zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und das ist natürlich in allen, also auch irdischen Gesetzen so, dass es eben bei Kindern etwas anderes gibt als bei Erwachsenen bei ein und derselben Tat. Gut, das heißt, und in einem anderen Hadith erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch diesen Aspekt, aber und das zeigt etwas, dass der Wille nicht eindeutig war oder ein anderer war, und zwar, dass Allah azza wa jal, inna Allah tajawaza an ummati, yarhamkumullah, inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa mastukiruhu alayhi. Also Allah Azza wa Jal hat meiner Umma vergeben, die Fehler, das Vergessen und wozu sie gezwungen wurden. Was heißt, ach so, darf ich also mal Fehler machen, wie ich möchte? Nee, was bedeutet Fehler? Aus Versehen. Nicht, ich gehe eine Bank ausrauben, das ist ein Fehler, was du gemacht hast. Ja, ja, und deswegen wird mich Allah nicht zur Rechenschaft ziehen. Nee, nee. Fehler bedeutet aus Versehen. Ja, das heißt, er hat nicht gedacht, dass das eben solch eine Auswirkung hat oder dass es haram ist. Der wusste es nicht. Al-Khata und vergessen. Zum Beispiel, man fastet und dann sieht man ein schönes Menü. Ja, und man hat vergessen, dass man fastet und dann fängt man an zu essen. Und wenn man satt geworden ist, kommt dann irgendjemand vorbei. Alhamdulillah, dass er nicht vorher vorbeigekommen ist. Und sagt ihm, hast du vergessen, du hast gefastet. Wird er dafür bestraft? Zum Beispiel im Ramadan jetzt. Nein, er wird nicht bestraft. Er muss sogar diesen Tag gar nicht nachholen. Warum? Er hat es vergessen. Er hat sich nicht daran erinnert. Und die dritte Art ist, was hier schon erwähnt wurde, jemand, der gezwungen wird. Das bedeutet, barakallahu fikum, warum nehmen wir, oder warum lernen wir diese Sache? Damit keiner kommt und behauptet, ich kann Sünden begehen und Schlechtes tun und Allah subhanahu wa ta'ala darf mich dann nicht bestrafen. Oder wie eben schon die Frage öfters jetzt erwähnt wurde, warum bestraft Allah die Menschen, obwohl sie dazu gezwungen wurden? Und das ist ja Quatsch. Allah subhanahu wa ta'ala zwingt den Menschen nicht zur Sünde. Jetzt gibt es eine
andere Angelegenheit. Und zwar, es gibt viele Ayat, in denen Allah Azza wa Jal sagt, wen Allah recht leiten will, den leitet Allah recht. Und wen Allah irre leitet, da gibt es mehrere verschiedene Ayat, den kannst du nicht recht leiten oder für den findest du keinen Rechtleiter und so weiter. Ja, und was machen wir jetzt? Heißt das denn jetzt nicht, du kannst tun und lassen, was du willst, wenn Allah dich nicht rechtleiten will, dann hast du verloren? Barakallah. Noch einmal, wir müssen immer diese vier Punkte, was waren sie nochmal? Wissen, aufschreiben, der Wille und die Schöpfung. Das müssen wir immer vor Augen halten. Das heißt, Allah Azza wa Jal wusste, wie du denkst. Und Allah weiß, ob du die Rechtleitung willst oder nicht. Und Allah Azza wa Jal ist der Stolze. Und zu diesen Eigenschaften des Stolzen, Subhana, ist, dass er nicht den ersten Schritt macht. Er hat es nicht nötig, Subhanahu wa Ta'ala. Er braucht er nicht. Er braucht dich nicht. Wenn du nicht willst, bitteschön. Das heißt, du musst den ersten Schritt machen. Wenn du die Rechtleitung willst, dann musst du den ersten Schritt machen. Deswegen sagen viele, ja, Allah hat noch nicht vorgeschrieben, dass er mich gerechtleitet hat. Also, wie soll denn das gehen? Die denken, das ist so, man sitzt da auf einmal, zack, ich werde rechtgeleitet. Und so geht das nicht. Sondern du musst den ersten Schritt machen. Du musst Allah anflehen. Du musst Allah belegen und zeigen, du meinst es ernst. Du willst rechtgeleitet werden. Was macht dann Allah? Allah leitet dich recht. Aber wenn du die Rechtleitung gar nicht willst, dann wird dir niemand etwas helfen. Und du hörst Vorträge, du liest Bücher, du hast so viel Infos über den Islam und am Ende stellt sich heraus, es ist gar kein Muslim. Kam mal jemand, so einer, zu einem Infostand in einer anderen Stadt und in Sunan Abi Dawud und Sahih al-Bukhari und Muslim und mit Bart und so und die so, MashaAllah, Achi, und MashaAllah, hast viel, ich bin kein Muslim. Subhanallah. So viel Wissen. Es gibt ein Lexikon der Hadith-Wissenschaft. Das heißt, die haben mehrere Bücher, so Sahih Bukhari und Muslim, Sunan Abi Dawud und so weiter und so fort genommen. Und wenn du jetzt wissen willst, zum Beispiel du hast ein Hadith, innamal a'malu bin niyat, die Taten sind entsprechend ab. Jetzt willst du wissen, wo steht das nochmal? War das Bukhari, Muslim, wer hat denn das nochmal überliefert? Dann gehst du zu diesem Lexikon und dann suchst du natürlich alphabetisch nach bestimmten Verben bzw. Substantiven. Unterschiedlich, auf jeden Fall. Und dann siehst du, ja, den findest du da und da und da und da. Und was glaubst du, wer das denn gemacht hat? Orientalisten. Viele Nicht-Muslime unter ihnen. Ja? Aber davor profitieren wir. Alhamdulillah, und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Allah azza wa jal unterstützt diese Religion mit dem Frevler. Birrajulil Fasiq. Ja, das heißt, es kann sein, wer hat denn bitte schön die Handys konstruiert, irgendein Muslim? Nein, aber nutzen wir das in der Da'wah? Alhamdulillah. Das heißt, wir können diese Sache nutzen und dazu gehört auch dieses. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, die Rechtleitung Allahs Tabaraka wa Ta'ala bekommt derjenige, der sie möchte. Aber jetzt dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir dann uns selbst bewundern, ich hab's drauf, ich hab die Rechte, ich bete ja, ja, oder ich faste ja, ich bin ja Muslim. Nein, nein. Das heißt, hier brauchen wir ein Gleichgewicht. Und zwar, dass wir verstehen, Allah hat für uns sehr viel getan. Was hat er für uns getan, damit ich die Rechtleitung bekomme? Ich meine, ich wollte sie doch. Also habe ich sie bekommen. Hast du diese Moschee hier gebaut? Hast du den Islam nach Deutschland gebracht? Hast du die Bücher hier übersetzt? Das heißt, Allah Azza wa Jal hat dich recht geleitet. Du wolltest die Rechtleitung, das ist schon mal, Alhamdulillah, super. Aber dass du die Rechtleitung bekommst, ist nicht deine Kunst.
sondern es ist eine Gunsterweisung Allahs. Allah Azza wa Jalla hätte genauso schön es vorschreiben können, dass du eben keine deutschen Bücher findest. Dann viel Spaß, dann lern mal deine Religion. Keine deutschen Vorträge. Dann viel Spaß, dann lern mal, was Qada ist und was Qadar ist. Oder nicht. Und deswegen, barakallahu fikum, darf man jetzt nicht daraus ableiten, ach ja, okay, also nur derjenige, der die Rechtleitung will, bekommt sie. Da ich sie bekommen habe, bin ich super. Und deswegen kann ich jetzt angeben. Nein, nein, nein. Sondern du musst diese Gunsterweisung trotzdem spüren, dass Allah dich gerettet hat, denn Allah Azza wa Jalla hätte auch sich entscheiden können, dass diese Gegend hier den Islam gar nicht erst mitbekommt. Ginge ja, oder nicht? Es gibt genug Leute, die vielleicht vom Islam nichts gehört haben oder nichts Richtiges, nichts Wahres gehört haben. Es gibt sehr viele Leute, die nur Falsches im Islam gehört haben. Nur, stell dir mal vor, du wärst aufgewachsen in einer Gegend, wo die ganze Zeit nur Gräber angebetet werden. Von Kindesbeinen an wirst du geh zu Grab Sidi sowieso und so weiter. Gib mal dieses Hühnchen, dann das Schaf, dann das Kamel und so weiter und so fort. Spende mal und so weiter. Und das geht jahrelang so. Woher willst du denn wissen, dass das nicht erlaubt ist? Aber umkreist du Gräber? Wirst du dich nieder vor Gräber? Oder andersrum, zum Beispiel die Fitna heutzutage, Muslime umzubringen und so weiter und so fort. Allah Azza wa Jalla hat dich recht geleitet, dass du nicht reinfällst auf diese Tücken des Teufels. Deswegen, barakallahu fikum, müssen wir diese beiden Aspekte nachvollziehen. Auf der einen Seite, die Rechtleitung bekommt nur derjenige, der sie auch möchte. Und das bedeuten diese Ayat, wen Allah rechtleiten will, den wird Allah rechtleiten, wen Allah nicht rechtleiten will, den wird Allah nicht rechtleiten. Nicht, obwohl er sie will, bekommt er sie nicht. Das wäre ja dann ungerecht. Sondern derjenige, der die Rechtleitung möchte und der sie verlangt und der auch natürlich nach ihr sucht, hier zu sitzen einfach so, naja, ich will die Rechtleitung, ja, dann geh doch und ich will die Rechtleitung, ja, dann beweg dich. Ich bleib hier. Das ist ja nicht normal. Denn du glaubst ja auch, dass die Versorgung vorgeschrieben ist, oder nicht? Ist die Versorgung vorgeschrieben oder nicht? Natürlich, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Heilige Geist, nafatha ruhul qudusi fi ruhi, der Heilige Geist hat in meine Brust eingehaucht, dass keine Seele sterben wird, bevor sie nicht ihre Versorgung und ihre Lebenszeit vollendet. So bittet Allah auf guter Weise. Und die Tatsache, dass die Versorgung sich verspätet, soll euch nicht dazu führen, die Versorgung aus Wegen zu suchen oder auf Wegen zu suchen, die Allah verboten hat. Denn das, was bei Allah ist, erlangt man nur. فَإِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. Denn das, was bei Allah ist, erlangt man nur durch die Befolgung Allahs. Das heißt, die Versorgung steht fest. Aber bleibst du einfach hier in der Ecke und sagst, ja, irgendwann mal regnet es Brötchen? Natürlich nicht. Sondern du bewegst dich. Und das müssen wir verstehen, denn es gibt hier zwei Begriffe. Vertrauen auf Allah und falsches Vertrauen. Tawakkul und Tawakkul. Tawakkul ist gesund, das ist richtig. Du vertraust auf Allah. Das heißt, ja Allah, du stehst morgens auf. Ja Allah, gib mir Versorgung auf Wegen, die erlaubt sind. Dann gehst du auch raus und gehst arbeiten. Aber Tawakkul ist, du schläfst, ja Allah, versorg mich. Das ist natürlich nicht. Also, und der Beleg dafür ist, dass man eben etwas tun soll, auch wenn man weiß, es wurde vorgeschrieben, ist die ja. Als Allah Azza wa Jalla zu Maryam gesagt hat, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ. Also, und nehme deine Hand hoch empor, damit die Datteln zu dir runterkommen. Er hätte auch gesagt, sagen können, die Datteln kommen runter. Beweg dich nicht. Nein, nein. Er hat ihr gesagt, beweg dich, mach etwas, dann bekommst du auch die Datteln. Das heißt,
Wir dürfen nicht mit Qada und Qadar argumentieren, ich sitze hier und dann bekomme ich die Versorgung. Ich lerne nicht und dann werde ich Professor. Ich heile mich nicht, dann werde ich gesund. Nein, nein. Das ist ein falsches Verständnis von Qada und Qadar und eben ein falsches Verständnis von Tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, Vertrauen auf Allah. Jemand, der auf Allah vertraut, er weiß, es ist vorgeschrieben, es wird nicht entwischen, es wird nicht weggehen, aber ich muss hin. Und dazu gehört natürlich auch die Rechtleitung. Ich muss lernen. Das Wissen kommt ja nicht einfach so zu mir. Ich muss gehen, um zu lernen. Ich muss zum Beispiel in die Moscheen gehen und so weiter und so fort. Das ist so eine Zusammenfassung von Al-Qadar und Al-Qadar. Wie gesagt, man könnte natürlich jetzt immer tiefer eindringen, aber wichtig ist, dass die Sahaba schon vorher immer gesagt haben, dass man nicht so sehr über Al-Qadar und Al-Qadar reden soll und warum und wieso und warum und wieso und warum, nein, sondern verstehe einfach diese Grundbasis. Allah subhanahu wa ta'ala wusste, wie du dich entscheiden wirst, das hat er aufgeschrieben und dafür wird er dich zur Rechenschaft ziehen. Das ist Al-Qada wal-Qadar. Und wie gesagt, es gibt andere Sachen, dafür wirst du nicht zur Rechenschaft gezogen, weil du dafür nichts kannst, wie du aussiehst, wo du geboren wurdest, wann du stirbst, dafür wirst du nicht zur Rechenschaft gezogen, sondern du musst dich verantworten für deine Taten, Aussagen und Ansichten, barakallahu fik, und Ansichten, die du selbstständig, freiwillig hattest. Dann das letzte Kapitel sind hier die Früchte des Glaubens. Ich werde einfach hier stichpunktmäßig das erwähnen, das kann man ja dann selbst lesen. Erstmal zu den Früchten des allgemein, des Iman, ja? Nicht nur von Qadar und Qadar, sondern vom Glauben an sich, ist das schnelle Erfüllen der Befehle, denn wenn man weiß, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer und der Lenker aller Angelegenheiten, wird man ihm folgen. Genauso findet man Friede und Sicherheit durch diesen Glauben, denn man weiß, zum Beispiel beim Glaube an das Schicksal, Qada und Qadar, dass nichts passieren wird, was nicht Allah vorgeschrieben hat. Und deswegen empfindet man Ruhe. Die Freude der Gläubigen, insbesondere wenn man weiß, Yawm al-Qiyamah, was dann einem erwartet, die Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man die Namen und Eigenschaften zum Beispiel Allahs kennt, und wenn man weiß, was Allah subhanahu wa ta'ala einem Menschen vorbereitet hat im Paradies. Genauso der Glaube bewahrt die Gemeinschaft der Muslime, denn wenn wir alle das glauben, richtig glauben, wenn wir diese falschen Lehren und Theorien beiseite lassen und uns zurückbesinnen auf den Glauben des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann werden wir auch keine Streitigkeiten unter uns haben und dann werden wir auch eine Gemeinschaft sein und dann natürlich auch im Diesseits besser leben können. Das sind einige Aspekte, ansonsten wie gesagt kann man bi'idhnillahi ta'ala diese Aspekte auch im letzten Kapitel durchlesen. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala zum Ende, so wie wir Allah azza wa jal zu Beginn danken, dass er uns erlaubt hat, dieses Buch durchzunehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala den Verfasser Fadil Sheikh Fathi Reed reichlich dafür belohnen und auch alle, die dafür verantwortlich sind, dieses Buch, so wie es nun da ist, gedruckt zu haben und zu uns gebracht zu haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie dafür reichlich belohnen. Möge Allah azza wa jal uns zu denjenigen zählen, die das Wahre hören und gemäß dem Wahren auch handeln. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Wahre zeigen und uns verhelfen, dem zu folgen, und das Schlechte zeigen und uns verhelfen, dieses zu meiden. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.